Nebenbei noch, schade, ich wollte dir die Hand reichen. Ich habe vor, das Kriegsbeil, ich hatte vor, das Kriegsbeil zu begraben. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, liebe Leute, die nächsten Worte richten sich direkt an Justin. Punkt Nummer 1, ich hoffe, du bist mit der Audio zufrieden. Warst du beim ersten Mal nicht. Ich habe das Ganze ein bisschen gerade gerückt und mich an deiner Audioqualität mit den iPhone-Kopfhörern und dem hallenden Zimmer orientiert. Ich hoffe, jetzt bist du mit dem Ganzen zufrieden. Vorab, ich muss auf jeden Fall ein Kompliment machen. Du hast jetzt auch mit dem Streamen begonnen. Es scheint sehr erfolgreich losgegangen zu sein. Ich hoffe natürlich für dich, dass das Ganze so weiter funktioniert. Du machst einen super Job bei den Reactions. Von dem her sollte das kein Problem sein. Und Punkt Nummer 2, da möchte ich dir auch ein Kompliment machen. Das letzte Mal hast du ja meine Markus etwas klein geredet bzw. sie verschwiegen und irgendwie Referenzen zu meinem alten Merch hergestellt. Dieses Mal, heute live im Stream, habe ich ein Video zugeschickt bekommen, dass du sogar auf meine Marke eingegangen bist. Also das schon mal vorweg. Auch wenn du nicht unbedingt positiv darüber gesprochen hast, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach gemeinsam an, was du da für Worte gefunden hast. Bin natürlich schon sehr interessiert daran. Mick Rodermond mit 5 Euro. Ich liebe deine Videos, Nomo. Und was hältst du von... von MIM, von Max. Ja, das ist diese Marke von Maximilian. Finde ich tatsächlich, also MIM Vienna heißt. Ich habe mich ja damit noch ein bisschen auseinandergesetzt, damit ich was dazu sagen kann. Maximilian an sich, ich habe mir sein zweites Antwortvideo tatsächlich nicht reingezogen. Ich weiß nicht, ob es da wieder gerade rückt oder mich hatet. Ja, ich habe dich noch nie gehatet. Ich müsste auch nichts wieder gerade rücken, habe mich aber dazu geäußert, dass das Ganze objektiv zu sehen ist. Und wenn ich sage, etwas erinnert mich an, dann ist das nicht gleichzusetzen mit, das ist kopiert von. Haben aber auch 90% deiner Community so gesehen. Aber ja, schauen wir einfach mal weiter. Aber in seinem ersten Video hat er mich gehatet, deswegen jetzt no front an Maximilian. Aber auf seiner ersten Kollektion stand Mexican Standoff und er sagt, ich hätte ihm was nachgemacht. Also Peso und Mexiko ist ja vorbelastet as fuck. Dann, Okay, das bedeutet, ich habe quasi Peso kopiert. Ich höre diese Überheblichkeit, die man ja von dir gewohnt ist, schon wieder etwas heraus. Ich glaube, es wird ein, zwei andere Marken geben, an denen wir uns vielleicht orientieren würden. Da würde mich nicht unbedingt direkt Peso als erstes einfallen, aber natürlich trotzdem stabile Marke von dir. Was Mexican Standoff angeht, gehört nicht unbedingt zur Allgemeinbildung, aber wenn man ein paar Filme gesehen hat, dann kennt man diesen Ausdruck ja und weiß, dass das eine Pattsituation beschreibt und nicht unbedingt verhaftet ist mit dem Land Mexiko. Aber okay, wir schauen weiter. Britain Brawl, ich weiß nicht, was seine Marke aus Wien mit Britain zu tun hat, aber Represent hat auch Britain, ist auch aus Britain und er wirft mir Represent kopieren vor. Naja, egal. Nur damit ich das richtig aufgreife, Represent kommt aus Britain, somit haben sie die Patentrechte auf alles, was mit diesem Land zu tun hat. Okay, sollte ich mal zukünftig merken, dann werde ich auch Amerika, das ganze Land und die ganze Kultur nicht mehr aufgreifen, weil ja Yeezy da die Patentrechte drauf haben muss, wenn das aus diesem Land kommt. Borderline fällt mir dazu ein, aber no front. Vielleicht sollte ich dann auch alles vergessen, was mit Frankreich zu tun hat, weil es da einige Modehäuser aus Paris gibt. Oder Italien gibt es auch größere Marken wie Gucci. Also allgemein ganz Italien streichen. Vielleicht kannst du mir eine Liste zuschicken mit Ländern, die nicht mehr verwendet werden dürfen, weil da schon Modehäuser drinnen sind. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Kann ich wertschätzen. Danke vielmals für die konstruktive Kritik. Da kann ich nur lernen davon. Irgendwas war da noch. Ah, ja, liebe Leute, bevor ich es vergesse. Morgen 19 Uhr. Ist unsere Kollektion Britain Brawl nochmal für euch erhältlich. Der Vorbestellungsmodus wird ein weiteres Mal ausgerufen. Der Shop hat von 19 bis 20 Uhr geöffnet. Wer sich etwas vor der Kollektion holen möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Nebenbei noch, schade, ich wollte dir die Hand reichen. Ich habe vor, das Kriegsbeil, ich hatte vor, das Kriegsbeil zu begraben. Habe auch Videos, bei denen ich mich kritisch geäußert habe, beziehungsweise damals etwas übertrieben habe, gebe ich dir vollkommen recht, möchte ich mich jetzt nochmal in aller Form entschuldigen. Und das meine ich ehrlich. Dementsprechend habe ich die Videos auch offline genommen. Schade, dass das nicht möglich war. Ich finde es auch komisch, dass du es notwendig hast, deine Marke so zu rechtfertigen. Du hast doch eine stabile Leistung aufgebaut. Du bist einer der größten, hast eine der größten Modemarken in ganz Deutschland. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, die Marke etwas von deinem Ego zu trennen. Zumindest halte ich das bei meiner so, weil es mir um die Kunst geht und nicht um meine Person. Ist bei uns auch immerhin Teamwork, aber
Freunde, morgen 19 bis 20 Uhr, holt euch ein Piece. Danke vielmals für alle, die schon supportet haben. Der Vorbestellungsmodus geht natürlich weiter. Erst dann, wenn alle Produkte da sind, gibt es den offiziellen Drop. Übrigens, da fällt mir gerade ein, wir haben ein paar Pieces, die ersten Print-Logos bekommen. Wie zum Beispiel eins unserer beliebtesten Motive, die Boston Tea Party ist gerade angekommen. Aber auch eins unserer umstrittensten Motive, unser Flagship-Piece, Jack the Ripper. Danke an der Stelle nochmal für den Support von Patrick Spector. Der hat eine objektive und sehr nice Kritik rausgehasselt. Grüße gehen auf jeden Fall raus. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Seid dabei. Morgen 19 bis 20 Uhr ist der Shop für euch geöffnet. Und by the way, das ist kein April-Scherz. Das war's von mir, euer Maximilian.